Lasst uns heute an Jens denken, an seine Eskapaden und sein großes Herz. Mit diesen Worten erinnert Dani Büchner am 17. November an ihren verstorbenen Ehemann Jens. 5 Jahre ist es her, dass der Kultauswanderer im Alter von nur 49 Jahren an Lungenkrebs stirbt. Ich denke, das wird uns unser ganzes Leben begleiten, was an diesem Tag damals passiert ist und wie das unser ganzes Leben verändert hat. 2015 lernen sich die beiden auf einem Stadtfest in der Nähe von Bremen kennen. Schnell verlieben sie sich ineinander. Dani wandert mit ihren Kindern Julina, Volkan und Jada zu Jens nach Mallorca aus. Nur kurze Zeit später kommen die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani zur Welt. Mit der Hochzeit im Sommer 2017 ist das Familienglück perfekt. Dann 2018 der Schock. Jens erkrankt an Lungenkrebs, stirbt wenig später im Krankenhaus. Für Daniela bricht eine Welt zusammen. Sie ist ab jetzt alleine für ihre 5 Kinder da. Diese Zeit war für die 45-Jährige nicht leicht. Als Witwe meistert sie den Alltag, hält die Familie mit Social Media und TV-Auftritten finanziell über Wasser. Heute geht es ihr besser, sie wirkt gefestigt. Auch optisch hat sie sich, gerade in den letzten Monaten, stark verändert. Trotzdem bleibt Jens unvergessen. Wie sie heute mit ihrer Trauer umgeht, wir haben Daniela und ihre Kinder an Jens 5. Todestag in ihrem Zuhause auf Mallorca besucht. Die Frage ist, wie geht es Ihnen heute? Da muss ich kurz durchatmen. Eigentlich geht es mir gut. Ich habe heute auch schon geweint, so ein bisschen auch mit den Zwillingen zusammen. Und gestern haben wir laut Musik gehört, so Erinnerungslieder. Wenn der Tag kommt und ich mit dem Wasser fließe, hoffe ich, dass sie mich nicht vergessen. Aber grundsätzlich ist es diesmal ein anderer Todestag als sonst, so nach 5 Jahren. Es tut immer noch weh, weil man weiß halt genau, was passiert ist. Man weiß noch die Uhrzeit, was passiert ist. Grundsätzlich ist es ein anderer Todestag diesmal. Das ist so schmerzhaft, aber doch so stolz, dass ich 5 Jahre später halt da bin. Es war heute Morgen ein bisschen schwierig. Die Zwillinge können sich nicht mehr so erinnern. Ich habe denen ein paar Dinge erzählt und so, aber ja. Sie haben gesagt, dass ich noch da bin, impliziert für mich, Sie haben zwischendurch gedacht, Sie sind irgendwann nicht mehr da oder Sie zerbrechen daran. Ich zerbreche an dem Tod von Jens, das habe ich oft gedacht. Aber ich glaube, dass die Allgemeinheit, ob Freunde, Familie, fremde Menschen, alle gedacht haben, so, und jetzt muss die Dani zurückgehen, die wird es nicht schaffen. Und dieses Jahr war ein Jahr, ich bin so unglaublich stolz auf uns und ich glaube, er wäre das auch. Dieses Jahr hat uns alle so gekräftigt als oder bekräftigt als Familie. Und niemand hat an uns geglaubt. Niemand außer wir selbst. Und das ist halt das schöne Gefühl gerade so. Sie haben im Vorfeld gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit heute. Inwiefern ist das eine Herzensangelegenheit? Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Jens nie in Vergessenheit gerät. Es gibt ja diesen schönen Satz, auch wenn du gestorben bist, aber wenn Menschen über dich reden, bist du noch da. Und ich glaube einfach, nach 5 Jahren ist das so wichtig. Ich mache das, weil ich will, dass das nochmal in Erinnerung gerufen wird, dass die Menschen wissen, okay, was ist damals passiert und wie hat sich diese Familie entwickelt, wie, da kriege ich auch Gänsehaut, wie haben sich seine Kinder entwickelt, wie ist das Leben weitergegangen. Man sieht einiges von uns bei Goodbye Deutschland, aber jetzt ist das so was Nahes, was mir so wichtig war. Wie oft denken Sie eigentlich an Jens? Ich denke täglich an Jens, wenn ich meine Kinder sehe. Mein Sohn ist sehr identisch mit Jens, sehr laut, sehr wild, sehr provokant, sehr witzig. Also wir denken da, was das angeht, sehr oft an Jens, täglich, aber mit einem schönen Gefühl. Dieses negative, dieses dunkle Trauern, was man hat, das ist irgendwie so aufgegangen, wie so ein Licht. Man denkt jetzt an die schönen Erinnerungen. Und ich glaube, das ist das, was auch wichtig ist, auch für meine Kinder. Und das war die ersten Jahre gar nicht, gar nicht. Also um da mal ein Bild zu skizzieren, das Tal der Trauer haben Sie verlassen. Jetzt geht es Richtung Gipfel, Richtung Sonne oder wie ist das? Absolut. Also wenn man das beschreiben müsste, war ich in einem dunklen, dunklen Tal der Trauer die ersten 2 Jahre. Es gibt Dinge, die ich getan habe, die ich heute gar nicht mehr verstehe, warum ich das gemacht habe oder wieso ich mich so verhalten habe. Ich war voller Wut, voller Negativität. Ich meine, wir können uns alle daran erinnern. Ich glaube, ich war die unsympathischste Person auf diesem Planeten. Ich war sehr streitsüchtig, sehr wütend auf alles. Und irgendwann hat sich das geändert. Und wir haben uns geändert. So wie ich mich äußerlich geändert habe, habe ich auch innerlich meine Einstellung und habe diese dunkle Trauer in so eine helle, wenn man das sagen darf, schöne Trauer gewandelt. Weil man kann auch schön mit Lächeln trauern.
Sie waren die unsympathischste Frau der Welt, haben Sie jetzt, glaube ich, gesagt? Das ist Planeten. Des Planeten, okay. Das ist aber schon ein starkes Statement, wenn man sowas über sich selber sagt. Warum meinen Sie das? Ich habe an allem genörgelt, damals im Dschungel auch. Und ich hatte halt den Ruf mit so, naja, die so ganz böse Leute haben immer gesagt, die Berufswitwe, die immer nur rummeckert und rumheult und jammert. Das ging mir dann irgendwann selber so, wo ich mich selbst reflektiert habe und ich dachte so, nein, stopp, das bin ich ja gar nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch. Und dann habe ich an mir selbst gearbeitet. Was hat denn dazu geführt, dass Sie, natürlich der Tod von Jens in erster Linie, aber gab es noch weitere Begleiterscheinungen, die dazu geführt haben, dass Sie so geworden sind? Das ist ja so, wenn jemand stirbt, wenn der Ehepartner stirbt oder eine Person, die man sehr liebt, mit der man das Leben verbringt, du bist ja gefühlt ganz alleine auf dieser Welt. Plötzlich hast du nur noch deine Kinder, bist in einem fremden Land und weißt gar nicht, wie es weitergeht. Ich wusste gar nichts, gar nichts. Der Boden war weg unter meinen Füßen. Ich habe geschwebt in irgendeiner, ich weiß nicht, wo ich war, in irgendeiner Welt. Und dann kommen immer Leute, die dann was haben wollen oder die schlecht reden. Und wir hatten den Laden, dann habe ich weitergedreht und ich habe funktioniert wie eine Maschine eigentlich nur. Aber dass ich mich mal hingesetzt habe und wirklich getrauert habe, geweint habe, war selten. Und irgendwann, so, ich glaube, im September 2019 war das da, hatte ich sogar vom Arzt, hatte ich einen Attest, dass ich wirklich Burnout hatte. Also ich war fertig mit meinem Leben. Nach außen hin habe ich immer so getan und gelächelt und weitergemacht, Fotos gemacht, neben einer Pappfigur. Ich meine, niemand hat mich da weggeholt. Die Menschen haben mich einfach machen lassen, obwohl sie gesehen haben, ich war am Ende. Und das war einfach Zeiten, wo ich heute denke, boah, das war echt eine harte Zeit. Und ich würde sagen, sein Tod und die 2 Jahre danach waren die härteste Zeit meines Lebens. Man weiß ja, der 17. November kommt. Wie bereitet man sich innerlich darauf vor? Was passiert da in einem? Es ist immer so, wenn der 17. November vor der Tür steht, ich verdränge das. Das ganze Jahr über vergisst man es. Und dann, diese Woche davor, vor seinem Tod, vor dem 17., da weiß ich noch ganz genau, wie alles war, wie alles abgelaufen ist und dass er mir Nachrichten geschrieben hat, da war er schon voll mit Medikamenten, da wusste er schon manches nicht mehr, dann hat er mir geschrieben, ich habe Angst, Mama, also wenn man sich das mal überlegt, ich war seine Frau, aber man weiß halt alles und man kann sich nicht vorbereiten, so verrückt es klingt, das kann man nicht, es ist plötzlich da und ich weine halt. Darum, er ist viel zu früh gegangen und in erster Linie ist das auch so, mir tut das so wahnsinnig leid für meine Kinder. Also das Ganze fängt ja schon Tage vorher an, vor dem Todestag und tatsächlich ist es so, die Nacht vor dem Todestag ist immer ganz, ganz schwierig und am Todestag genau um 18.30 Uhr ist das so ein Moment, wo wir als Familie wissen, so, da ist alles still. Weil das war genau die Uhrzeit, an der Jens dann verstorben ist und das ist für uns so. Ja, da sind wir still. Ich habe heute Morgen um 7 Uhr schon in der Küche gestanden, um seine Lieblingssuppe zu kochen. Weil die essen wir auch immer. Das ist so Gewohnheit geworden, immer an diesem Todestag. Und ja. Sie haben ja gesagt, Sie denken täglich an Jens. Also gibt es keinen Tag, an dem Sie nicht an Jens denken, nehme ich an, oder? Nee, es gibt tatsächlich keinen Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Aber das liegt natürlich auch daran, er hat mir das größte Geschenk hinterlassen, meine Kinder. In meinen Kindern sehe ich Jens in der Art und Weise. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber ich denke anders an ihn. Das ist so, nicht mehr, dass ich täglich weinen muss, sondern ich gucke meinen Sohn an und denke mir so, hupsala, das hat dein Vater auch gemacht zum Beispiel. Oder wenn Diego gut Fußball spielt oder Jenna tanzt, sie war immer sein Sorgenkind. Dann denke ich an Jens und stelle mir vor, wie er das finden würde, wie stolz er wäre. Was haben die beiden denn für Parallelen, beziehungsweise was haben die beiden für Eigenschaften oder vielleicht auch optisch, was gibt es da für Merkmale, die Sie an Jens erinnern bei den Zwillingen? Also der Diego hat ganz helle Haare, Jens war früher auch als Kind ganz, ganz hell. Der Diego ist laut, er kommt in einen Raum, er ist da, er unterhält die Leute und er macht exakt dasselbe wie sein Vater. Er hat letztens einen Vortrag in der Schule gehalten. Das Problem war, auf dem Zettel war gar nichts drauf und die Lehrerin hat es geglaubt. Und genau dasselbe hat Jens früher auch als Kind gemacht. Also das ist sehr identisch und die Jenna ist eher so eine ganz kleine Mickey Maus, eine zarte, aber sehr ruhig, liebevoll, auch wie Jens. Aber wenn sie wütend ist, ist sie wütend. So war er auch. Sie haben ja gesagt, die Trauer hat sich definitiv verändert. Das ist jetzt eher eine, nicht mehr diese düstere Trauer, sondern eher eine positive Trauer. Aber wie groß ist sie denn noch nach 5 Jahren?
Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, ob eine Trauer klein oder groß ist. Die Trauer ist immer da und jeder empfindet sie anders. Und ich denke, das wird uns unser ganzes Leben begleiten, was an diesem Tag damals passiert ist und wie das unser ganzes Leben verändert hat. Dementsprechend wird die Trauer immer da sein. Ich kann gar nicht sagen, ob sie klein oder groß ist. Sie ist da. Punkt. Sie ist wie eine Säule in unserem Leben und dort wird sie immer stehen bleiben. Es gibt ja den Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Was halten Sie persönlich davon? Die Zeit heilt den Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen, weil das Leben geht leider ja für uns weiter. Das heißt leider, wir dürfen weiter leben, eigentlich sollten wir dankbar sein. Der Schmerz verwandelt sich in einer Art und Weise, dass es nicht mehr so weh tut und dass man weiterlebt und sich weiterentwickelt. Und Gott sei Dank habe ich Kinder und somit hatte ich immer meine Aufgaben. Wie haben Sie es damals geschafft, wieder zu sich zu finden? Wer oder was hat Ihnen da am meisten geholfen? Puh, das ist ganz schwierig zu beantworten, wie ich das geschafft habe. Ich sage immer, ich habe ja nichts geschafft, ich habe überlebt. Es war eine Zeit, wo ich dachte, ich überlebe das alles nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr getraut, vor der Tür zu gehen. Aber irgendwann habe ich mich auf die Dinge konzentriert, die mir einfach wichtig waren in meinem Leben. Meine Kinder in erster Linie. Ich wusste einfach, okay, ich muss mich stabilisieren, das Fundament muss wieder stärker werden, um meinen Kindern auch das Gefühl zu geben, okay, Mama ist irgendwie stark und wir schaffen das alles zusammen. Und das hat mir irgendwie gezeigt, es geht. Und für mich persönlich war zum Beispiel so schlimm, es war die Corona-Zeit, aber dieses Eingesperrtsein mit meiner Familie, 24 Stunden nicht raus zu dürfen, da haben wir sehr viel von uns gelernt und da konnten wir trauern, ohne dass wir raus mussten. Und da haben wir angefangen, Dinge zu lernen und uns zu verändern. Wenn Sie jetzt eine alte Dschungelcamp-Folge sehen würden, was würden Sie sagen? Ist das noch dieselbe Person oder sind Sie eine völlig andere? Das ist mir jetzt wirklich unangenehm. Also die Dani im Dschungel, also D wie Dschungel und D wie dämlich. Also manchmal war ich wirklich dämlich, liebe Leute. Also ich hasse ja immer noch Schlangen und Ratten. Aber ich glaube, wenn ich da heute noch mal reingehen würde mit dieser starken Psyche, die ich jetzt besitze, dieses Starke in mir, wäre es etwas anders. Ich würde immer noch schreien. Also ich, ne, das wollen wir mal hier sagen. Aber auch normal, da hätte man mich rausholen müssen. Das war ja unerträglich. Mir ist das unangenehm, wenn ich alte Folgen sehe. Also der Witz, also witzig war ich da aber auch nicht. Und ich dachte, ich wäre witzig gewesen. Also ich war ja alles andere als witzig. Sie haben es ja vorhin schon mal angerissen, Jenna und Diego, die können sich gar nicht mehr so richtig an Jens erinnern. Aber so ein bisschen wahrscheinlich dann doch. Wenn ja, wie denn? Jenna und Diego waren damals 2,5 Jahre alt. Sie können jetzt nicht mehr sagen, sie sind mit Papa dort und dort gewesen. Was wir immer machen als Familie, hin und wieder, um sie nicht zu sehr durcheinander zu bringen, wir zeigen ihnen Fotos, wir zeigen ihnen alte Folgen von Goodbye Deutschland. Ich möchte, dass sie das immer in ihrem Leben wissen. Ihr Leben wird hoffentlich sehr, sehr lang werden. Aber diese 2,5 Jahre mit Jens, dass sie nie vergessen, wie sah er aus, wie war er. Ich vermisse nur Papa. Hm? Du vermisst Papa, wie klein du warst, ne? Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern? Gar nicht. Aber der war ganz stolz auf dich, dass er so ein tolles, großes, hübsches Mädchen hat. Ich habe zum Beispiel 2, 3 Fotos und genau diese Sachen, die er anhat auf diesen Fotos, nur das habe ich von ihm behalten. Ich möchte, dass sie gewisse Dinge einfach in ihrem Kopf einspeichern. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, weil das war ihr Vater. Egal, was im Leben passiert, egal, wen man trifft, egal, wie alt sie werden, es war ihr Vater und das ist sehr wichtig. Das ist meine Aufgabe auch als Mutter. Sie haben ja neben den beiden Zwillingen noch andere Kinder. Das sind zwar nicht die leiblichen Kinder von Jens, aber ich nehme an, das wird für die ähnlich schwer gewesen sein, vielleicht genauso schwer. Wie haben die drei das verarbeitet? Also meine 3 großen Kinder, Jens war für sie der Vater. Wir waren eine Familie, er hat da gar keine Unterschiede gemacht. Ich kann mich daran erinnern, mein Sohn Volkan, der hat jahrelang, monatelang auch sehr gelitten, war sehr in sich gekehrt. Meine Tochter Jada hat viel geweint, wurde auch magersüchtig irgendwann. Ich glaube, das ist von der Psyche alles dazugekommen. Meine große Tochter wiederum hat zum Beispiel in Essen ihre Beruhigung gesucht. Und alle drei haben verschieden darauf reagiert. Und das hat auch lange gedauert, bis jeder von denen ihren Weg gefunden hat, um sich irgendwie wieder selbst zu heilen. Und dann kommen wir wieder darauf zurück, dass ich mich erstmal so ein bisschen heilen musste, um meinen Kindern zu zeigen, ihr schafft das auch. Und mittlerweile gehen alle drei ihren super Weg. Und auch da würde ich sagen, nach 5 Jahren, endlich geht jeder seinen eigenen Weg. Jeder macht seine Ausbildung, hat seinen Job. Jada studiert. Und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, da werde ich auch emotional. Das ist so dieses... Ja, nach 5 Jahren, also wir haben es geschafft, ist das falsche Wort, aber
wir haben unser Kopf aus dem Wasser gezogen, so. Wir waren ja völlig bedeckt, wenn man das so beschreiben müsste. Also ertrunken fast. Wir sind ertrunken. Wir sind als Familie ertrunken mit dem Tod von Jens, das war Fakt. Uns hat auch niemand gerettet, das muss man auch so sagen. Im Gegenteil, es gab oft Situationen, wo man dachte, okay, die drücken einen noch runter. Und das war schwierig, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns allen die Hände gegeben und haben es geschafft. Haben Sie, Sie haben ja gerade schon über das Burnout gesprochen, dass Sie da einfach weitergemacht haben, das war möglicherweise ein Fehler. Haben Sie vielleicht noch andere Fehler gemacht, neben diesem damals? Also definitiv würde ich heute zum Beispiel, wenn ich zurückdenke, die Dani vor 5 Jahren, die ihren Mann verloren hat, die nicht wusste, wie es weitergeht, hat sich 6, 7 Monate später, oder nee, warte mal, im März war das, November, Dezember, Januar, Februar, März, 4 Monate später wieder in denselben Laden gestellt und hat versucht, das einfach so weiterzuführen. Das würde ich heute niemals mehr machen. Damals hat meine enge Freundin gesagt, warum machst du das? Ich habe gesagt, naja, aber ich muss Geld verdienen und ich muss. Das war falsch. Ich hätte in dem Moment, als das alles passiert ist, hätte ich sagen müssen, okay, das war eine schöne Zeit, es war toll, aber die Fenneteria waren Dani und Jens. Und das ist ein Punkt, den hätte ich nicht weiterführen sollen. Es hat mir weder viel Geld gebracht, noch viel Freude. Im Gegenteil, es kamen manchmal Leute, die gesagt haben, wo ist denn sein Grab? Und ach ja, ich kenne ihn auch und bla bla. Es war ganz schlimm. Viele nette Menschen waren dort, aber auch viele, wo man dachte, boah, ich habe da keine Luft zum Atmen gehabt. Das hätte ich nicht machen sollen. Und dazu gehören auch natürlich Bilder neben einer Pappfigur. Was war denn mit mir los? Das ist ja, also dafür schäme ich mich ja fast. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das meinen kleinen Kindern später erklären soll. Mama stand in einem Laden von uns und hat Fotos neben einer Pappfigur gemacht. Also wenn die nicht mal in 10 Jahren sagen, aber du hast sie nicht mehr alle gehabt, dann weiß ich auch nicht. Würden Sie sagen, Sie haben sich neu erfunden? Weil optisch ist das ja relativ offensichtlich, aber ich glaube auch mental kann man das sagen, oder? Ja, also ich bin jetzt Mitte 40 und ich würde... Mitte 40 und ich würde sagen, ich habe mich wirklich neu gefunden. Ich habe zu mir selbst gefunden, zu dieser Person, die ich eigentlich bin. Denn ich bin eigentlich lustig und ich bin eigentlich auch sympathisch, man glaubt es kaum. Und ich bin gerade zur Zeit so aus tiefstem, reinstem Herzen so gerne Mutter. Natürlich ist sie oft Trouble, aber in dieser Zeit, wo es mir schlecht ging, war ich auch keine Mutter, konnte ich auch nicht sein. Und das macht mir alles gerade so eine große Freude und dieses Verändern, man wird ja älter, Leute. Lassen Sie uns über Finanzen reden. Sie verdienen gut. 5.000 bis 8.000 war, glaube ich, die Summe, die mal genannt wurde. Mhm. Aber wie kommen Sie finanziell über die Runden? Also ein Mythos, deswegen ist mir das auch so eine Herzensangelegenheit, muss man mal ganz klar echt jetzt mal brechen. Mir wurde oft unterstellt, ich habe Millionen geerbt. Bei aller Liebe und bei allem Respekt vor Jens, das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Wir kennen alle den Lauf von Jens, das war nicht der Fall. Wir hatten etwas Gespartes, davon haben wir gelebt. Irgendwann in der Corona-Zeit habe ich, wie viele andere, aus Social Media für mich entdeckt. Ja, und das mache ich bis heute, Social Media. Mal mehr, mal weniger gut. Mich sieht man zwischendurch mal rumhüpfen im Fernsehen. Wir kommen zurecht. Das Leben auf Mallorca ist natürlich nicht billig. Wir wohnen in einem schönen Haus. Aber das haben wir uns erarbeitet, das haben wir uns erspart. Und deswegen kommen wir gut zurecht. Wie ist eigentlich Ihr aktueller Beziehungsstatus? Mein aktueller Beziehungsstatus? Ich bin glücklich mit mir selbst. Also Single? Ja. Wie ist das denn als öffentliche Person? Die waren Sie ja nicht immer. Lernen Sie als öffentliche Person Männer jetzt leichter kennen oder eher schwerer? Puh, ich sag mal so, also ich habe ja nach Jens seinem Tod den einen oder anderen auch mal kennengelernt. Puh, also ich bin da froh, dass ich da jetzt erstmal raus bin. Es ist nicht einfach. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Männer haben Angst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich angesprochen werde. Bei Instagram seit dieser Veränderung so werde ich angesprochen oder angeschrieben. Aber das ist nicht meins. Bei Social Media anschreiben oder so. Wäre das überhaupt noch mal was für Sie zu heiraten? Wäre das noch mal denkbar? Es gab Momente in meinem Leben, wo ich dachte, das würde ich nie wieder. Ich war ja das zweite Mal verheiratet. Aber so viel steht fest, ich möchte mit 60, 70 nicht alleine irgendwo vor dem Kamin sitzen. Und wer weiß, vielleicht, das steht offen, vielleicht würde ich noch mal heiraten. Weil es ist ja nicht so, dass ich 2 Scheidungen hinter mir habe. Ich habe eine Scheidung hinter mir, als ich sehr jung war und mit Jens das so passiert. Und ich glaube, niemand möchte im Alter alleine sein. Jetzt haben Sie ja vorhin schon das Stichwort Witwe genannt. Mhm. Meinen Sie, dass dieser Status Witwe von Jens
der ja auch sehr öffentlich breitgetreten wurde. Mhm. Meinen Sie, der hat Männer möglicherweise auch davon abgehalten, Sie anzusprechen? Also sind wir mal ganz ehrlich. Also jetzt möchte ich, also wenn ich ein Mann wäre und ich möchte Dani Büchner kennenlernen, erstmal würde mich das abschrecken. Dani Büchner war jetzt nicht immer die sympathischste im Fernsehen. Fünf Kinder, bist ja schon mal nochmal abgeschreckt. Und dann Witwe. Dann liest du vielleicht auch noch negativ, Berufswitwe oder so. Da sagst du doch als Mann, tschüss, da bist du doch weg eigentlich. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist. Aber eigentlich braucht man keine Angst vor mir haben. Man muss witzig sein. Sie haben ja trotzdem gedatet nach Jens Tod. Oh mein Gott. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das mal war. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann mal irgendwann gedatet habe. Tatsächlich hatte ich schlechtes Gewissen. Natürlich, ich wusste nicht, ist das erlaubt? Ab wann ist es erlaubt? Dass man lacht mit jemand anderes, dass man intim wird, dass man flirtet. Man denkt, okay, ab wann ist es erlaubt und darf man das? Und ja, das hatte ich lange, sehr lange. Aber ich glaube auch da, das habe ich auch gelernt, wir Menschen verurteilen einfach zu schnell. Ich habe letztens gelesen, da war jemand jahrelang mit seiner Frau zusammen, die ist gestorben, nach 3 Monaten hat er eine neue Freundin gehabt. Es liegt ja nicht in unserer Hand, dass wir Menschen dafür verurteilen. Ich glaube, Das ist ganz schwierig und das musste ich auch verstehen, dass es im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Aber ich hatte sehr, sehr lange schlechtes Gewissen. Ein potenzieller Partner, was müsste der mitbringen für Sie? Ein potenzieller Partner müsste Humor und Verständnis mitbringen. Das ist so das A und O. Mehr will ich gar nicht. Verständnis für dem, was ich mache im Beruf mit meinen Kindern und Humor. Wir lachen ja alle gerne. Okay, er soll auch einigermaßen gut aussehen, ne? Das ist auch wichtig.